Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Bus. Wir werden heute in der Folge wieder die Modifikationsmap Ludwigshafen Überland spielen. Und zwar werden wir da die Linie 581 nochmal fahren, aber heute die Rücktour. In der letzten Folge sind wir von Ludwigshafen Arbeitsamt bis Limburger Hof Bahnhof gefahren. Und heute fahren wir von Limburger Hof Bahnhof bis Ludwigshafen Arbeitsamt, genau so ist es. Startzeit habe ich mir gedacht, nehmen wir einfach 8.21 Uhr an einem Montag, ein bisschen in der Zukunft wieder, am 17. Juni 2024. Ich denke mal, dass um die Uhrzeit hier wieder einiges los sein wird auf den Straßen. Wir fahren heute mal nicht mit einem Gelenkbus, sondern wir fahren heute einen Solobus, und zwar den Scania Citywide LF, die 12 Meter Zweitür-Variante und natürlich wieder mit passenden Skin. Wetter habe ich mir gedacht, nehmen wir heute einfach mal dynamisch. Ich bin jetzt so lange hier an The Bus nicht mehr mit Regen gefahren. Ich würde es einfach mal wieder eine nette Abwechslung finden, wenn es vielleicht mal anfängt zu regnen oder es zu Beginn halt regnet. Mal schauen, was wir so in dieser Folge also für Wetter haben werden. Wird sich einfach wild durchwechseln wahrscheinlich. Steuerungsmodus natürlich wieder realistisch. Und für alle, die schon länger dem Kanal folgen, die wissen schon wieder, was jetzt kommt. Ich fahre mit meinem Logitech G25, ist ein etwas älteres Lenkrad, ja, funktioniert soweit noch super, ist aber leider beim Kurvenfahren stellenweise ein bisschen laut, gerade wenn ich hier schnell kurbeln muss. Man kann es also im Hintergrund, wenn man gut hinhört, ein bisschen wahrnehmen, aber davon einfach nicht stören lassen. So, ansonsten haben wir soweit, glaube ich, alles besprochen. Ich würde sagen, ich klicke mal auf Start und dann haben wir den ganz kurzen Ladebildschirm und dann sind wir auch schon normalerweise im Spiel drinne. Okay, heute dauert es ein bisschen länger. Nein, Quatsch, jetzt ist der Ladebildschirm vorbei. Jetzt haben wir es geschafft. So, ja. Mein Wunsch wurde erhört. Sehr schön. Also wir sind jetzt heute, so wie es aussieht, mal wieder bei Regen unterwegs. Das haben wir extrem lange nicht mehr gehabt. Da hinten fährt gerade ein Zug vorbei. Das haben wir hier wirklich schon extrem lange nicht mehr gehabt. Ich würde sagen, ich steige mal ein. Ich möchte hier nicht mehr weiter im Regen stehen. Die haben ja hier nicht mal ein Dach. Doch, wobei, hier wäre doch eine Unterstellmöglichkeit. Aber die stehen hier anscheinend alle lieber im Regen. Haben sie sich das Wassergeld für die Dusche gespart. Weil es heute regnet, schauen wir uns den Bus nicht mehr von außen an. Das ist der Standardbus, der in The Bus dabei ist, schon seit Beginn an. Ich denke mal, den kennt schon jeder. Und ich hocke mich einfach mal hin. Ich schmeiß mal die Zündung an. Und starte auch mal direkt den Motor. Ich mache mal den Blinker rechts an, damit die Leute hier sehen, die dran vorbeifahren. Okay, der Bus steht hier noch ein Weilchen. Das ist ja immer als Autofahrer so ein bisschen ungewiss, wenn da einfach ein Bus steht ohne Blinker, weiß man nicht, fährt er jetzt los, fährt er nicht los. Ja, manchmal vergessen Busfahrer halt auch leider den Blinker. So, dann würde ich sagen, klicken wir hier gerade mal auf Start und geben mal den PIN ein. Da haben wir hier 1395, 1395. Sollte heute auch mit der Maus wieder besser funktionieren, weil ich mir endlich mal eine neue Maus besorgt habe, nachdem meine letztens während dem Aufnehmen oder kurz, oder ich habe die Aufnahme beendet gehabt letztens und dann hat meine Maus komplett den Geist aufgegeben. Musste ich losfahren, mir eine neue Maus holen. Jetzt funktioniert alles wieder problemlos hier, wenn ich das eintippe, und wird nicht mehr doppelt und dreifach gewertet. Somit ist es auch wieder ein bisschen angenehmer für mich. So, haben wir die Linie 581 mit Kurs 04 gestartet. Geben wir einfach so mal ein, bestätigen wir, klicken auf OK. Und dann sind wir soweit eigentlich starker. Wir machen noch die Klimaanlage an. Ich würde das Licht jetzt schon mal einschalten. Haben wir jetzt gerade hier quasi gemacht. Sieht man auch, wir haben auf Abblendlicht geschaltet. Hallo. Hallo. Bin nur gerade überlegen. Ich glaube, wir bräuchten hier im Bus drinne auch Licht. Gedimmte Innenbeleuchtung vorne, gedimmte Innenbeleuchtung hinten. Schalten wir gerade mal ein. Genau, und hier können wir das theoretisch dann auch ausschalten. Beziehungsweise so ist dann ausgeschaltet in der Mittelstellung anscheinend, und wenn man das hier runterdrückt, hat man die volle Innenbeleuchtung anscheinend, so wie es aussieht. Genau, das ist gedimmt, das ist voll. Okay, gut, wir lassen es gedimmt. Das ist ja eigentlich helllichter Tag, es regnet halt ein bisschen. So, haben wir da auch ein bisschen mit rumgespielt. Und was natürlich auch noch ganz wichtig wäre, wäre der Scheibenwischer. So, wir sollen um 8.21 Uhr los. Wir haben 8.21 Uhr, deswegen würde ich mal die Bremse lösen. Wir machen mal einen Gang rein. Ich schließe mal langsam die Tür. Dann pumpt sich der Bus wieder automatisch hoch. Wir haben mal das Kneeling aktiviert. Und dann können wir schon losfahren. Es ist komplett ungewohnt, jetzt wieder mal hier bei Regenwetter unterwegs zu sein. Und ich merke gerade, mein Gas- und Bremspedal muss einmal durchgetreten werden, damit es hier korrekt funktioniert. Ich sehe jetzt gerade nicht, ob links irgendwie ein Auto kommt. Wir fahren einfach mal raus. Beziehungsweise im Spiegel konnte man es ein bisschen sehen. Aber auch nicht so hundertprozentig. So, da sind wir auf der Straße. Ist doch schon mal schön. Erste Hürde gemeistert. So, ich blinke jetzt einfach gerade mal links. Und ich muss mich gerade so ein bisschen wieder am Busfahren gewöhnen. Wie immer.
wie immer, es ist für mich immer wieder, weil ich ja nur einmal die Woche irgendwie hier Bus fahre, ist für mich immer eine Umstellung. So, aber das Gute ist, ich bin heute noch kein anderes Spiel gefahren. Das heißt, The Bus ist heute meine erste Aufnahme, mein erstes Spiel, wo ich durch die Gegend fahre. Und dann hat man gerade keine andere Steuerung intus, sondern hat jetzt einfach direkt hier das The Bus-Feeling, wo man eigentlich recht schnell dann wieder reinkommt. So, also links ist frei, rechts ist auch frei. Da können wir schön auf die Gegenfahrbahn und können da ein bisschen ausholen. So. 30 ist hier erlaubt. Wir fahren gerade 26 km/h, das ist okay. Jetzt gleich ist 50 wieder erlaubt, da wird die Straße auch ein bisschen breiter. Sehr schön, dann geben wir doch auch gleich mal ein bisschen Gas. Vielleicht sollte ich meine Scheibenwischer noch ein bisschen schneller einstellen, dass ich auch noch ein bisschen mehr von der Straße hier sehe. Machen wir gerade mal. Ist, glaube ich, ein bisschen besser, ein bisschen angenehmer. Ja, so eine Wischerautomatik wäre hier eigentlich auch ganz nett. Ich denke mal, dass damit auch Busse ausgestattet sind, oder? So, wir geben gerade hinten mal die Tür frei, beziehungsweise wir haben gar keinen Haltewunsch. Dann machen wir gerade einfach wieder zu und fahren weiter. Niemand will einsteigen, niemand will aussteigen. Klar, bei dem Wetter würde ich auch nicht aussteigen wollen. Es war immer schön bei uns in den alten Stadtbussen, als ich noch in die Schule fahren wollte. Ich musste in die Schule. Ich wollte nicht, ich musste. Die Stadtbusse, die waren in einem so desolaten Zustand, dass es da immer reingeregnet hat. Da hast du im Bus quasi auf deinem Platz gesessen und von oben durch die Decke ist einfach Wasser reingetröppelt. Egal, wo du gesessen hast eigentlich. Es war richtig unangenehm, die Dinger. Ja, sind sowieso in die Kurven fast immer umgekippt. Der eine Busfahrer hat gemeint, er wäre irgendwie bei der Formel 1. Wir waren mit dem Bus unterwegs. Und ja, die Dinger halt einfach komplett irgendwie ständig liegen geblieben oder halt komplett undicht. Ich sehe gerade wieder keinen Haltewunsch. Gut, dann fahren wir einfach direkt wieder weiter. Es will heute Morgen keiner mitfahren. Alles klar, auch nicht schlecht. So, wir müssen jetzt einmal hier rechts lang. Ich würde jetzt hier, glaube ich, gerne mal ein Foto machen. Wie wir hier gerade um die Kurve fahren. Ich mag so Bilder irgendwie, wenn man mit dem Bus um die Kurve fährt. Ist zwar immer ein bisschen schwer, so das zu steuern, gerade weil man in die Außenperspektive switchen muss dafür. Hier oben bräuchte man auch mal einen Scheibenwischer. An der Zielanzeige hier oben. So, wir machen jetzt gerade erstmal einfach so ein Foto. Dann zoomen wir noch mal ein bisschen dran. Wirkt auch immer ganz cool. Was auch immer ganz schön ist, finde ich, ist, wenn man das Bild so ein bisschen dreht. Aber gut, ist Geschmackssache. Ich finde es aber gerade hier an der Position so ein bisschen cooler. Wobei, das finde ich ein bisschen arg hart gedreht vielleicht. Muss nicht so viel sein. Komm, machen wir es so. Und mit der Tiefenschärfe kann man auch immer ganz cool spielen. Kann man theoretisch auch ein bisschen verstellen. So, machen wir es mal so. Ich probiere da einfach immer so ein bisschen rum, wie es mir halt gerade gefällt. So wird es ein bisschen arg unscharf vorne. Fokusdistanz, wo haben wir denn den Fokus? Der sitzt so recht gut vorne drauf. Aber den Hintergrund noch ein bisschen unscharf. Gerade wenn es regnet, ist es eigentlich auch immer ganz passend. Und ja, Kameradrehung. Wir können auch nochmal in die Richtung drehen. Können auch einmal die Kamera nochmal ein bisschen mehr absenken. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg zu tief. Es geht gleich weiter. Ich könnte da Stunden verbringen, irgendwie beim Fotos machen hier. So. Jetzt springe ich hier ganz schnell aus dem Fotomodus raus und in die Ego-Perspektive und haue erstmal eine Vollbremsung rein, weil wir sonst gegen die Wand gesammelt werden. Ja, ist immer so ein bisschen schwierig. Aber irgendwie ein Bild machen, wenn man nicht in der Bewegung ist, das siehst du dem Bild dann an am Ende. Ja, und das ist einfach nicht so cool. So. Wie viel Uhr haben wir denn? 8 Uhr 24, 8 Uhr 26 sollen wir da sein. Ja, wir sind jetzt an der einen oder anderen Haltestelle eigentlich so gut wie vorbeigefahren. Deswegen haben wir ziemlich Zeit gut gemacht. Ich würde hier gerade mal die Kamera durchswitchen. Jetzt sind wir hier in der hinteren Perspektive. Wir gucken jetzt von hinten nach vorne. Finde ich auch immer eine ganz coole Perspektive. Kann man so machen auf jeden Fall. Was ich auch noch machen wollte, muss ich gleich nochmal schauen. Ups, jetzt haben wir hier leicht die Bürgersteige gestreift. Das muss ich dann mal machen, wenn wir stehen. Konnte man nicht auch hier irgendwo die Temperatur einstellen oder... Ah ne, das war bei Thermosimulator. Ich meine, hier konnte man das auch irgendwo, glaube ich, machen, aber im Thermosimulator konntest du, glaube ich, genau die Temperatur einstellen. Ich mich jetzt da nicht irre.
Bin ich hier richtig? Irgendwie sieht es nicht so nach einer Straße aus. Ich bin ein bisschen verwirrt. So, nee, aber das müsste eigentlich... Ist das jetzt hier vorne, glaube ich, reinfahren und dann... Ja, okay. Jetzt hier nach rechts. Muss ich mich gerade erstmal umschauen, aber ich glaube, ja, hier waren wir auch beim letzten Mal. Aber hier steht, glaube ich, auch wieder keiner. Bei dem Wetter heute möchte einfach niemand hier mit dem Bus durch die Gegend kutschiert werden. Möchte auch niemand aussteigen. Haben keinen Haltewunsch, nix. Fahren hier also ganz gelangweilt durch die Gegend. Na gut. Ist aber auch mal ganz interessant, wenn man so... an den Haltestellen vorbeifahren kann. Das haben wir sonst recht selten gehabt. Jetzt entweder liegt es am Wetter oder so, ich weiß es nicht. Wir haben wieder keinen Haltewunsch, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe. Können ja von mir aus stehen bleiben, wir haben eh Zeit. Ja, ich gebe hinten mal die Türen frei. Interessiert aber kein Mensch. Möchte niemand raus. Wir sind aber zu früh. 8.27 Uhr haben wir jetzt. Können wir weiter. Hier könnte man nur hier, glaube ich, die Temperaturen irgendwo regeln oder so. Im Thermosimulator kannst du halt einfach direkt die Temperatur einstellen. Oder war das bei einem anderen Bus hier? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, na gut. Da kommt ein Auto gefahren. Ich bleib mal lieber hier stehen. Bevor ich dem wieder entgegengefahren komme und dann ist wieder nirgendwo eine Lücke. Was jetzt natürlich blöd wäre, wäre, wenn der abbiegen möchte. Aber möchte er nicht. Alles klar. Gut, weiter geht's. Okay, hier wäre auch eine Lücke gewesen, da hätte man locker reinfahren können. Ich habe Angst, dass der entgegengefahren kommt da vorne. Aber ich glaube, der wartet. Ich glaube, der wartet. Gut, dann. Da vorne wäre auch noch eine Lücke, könnte man auch noch rein. Ah, das sieht gut aus. Der wartet. Dankeschön. Sehr freundlich, sehr vorausschauend. Ja, wollen wir doch mal schauen, ob bei der nächsten Haltestelle jemand ein- oder aussteigen möchte. Haltewunsch habe ich bis jetzt immer noch nicht. Aber ich glaube, da steht jemand. Oder auch nicht. Oder doch, da steht jemand. Läuft jetzt gerade schon mal ein Stück weit vor. Dann weiß man als Busfahrer wenigstens Bescheid. Hallo! Endlich mal jemand, der mit möchte. Raus möchte schon wieder keiner. Okay, aber reden tut er auch nicht. So, und er denkt auch, er fährt... Oder sie denkt auch, sie fährt einen Panzer hier irgendwie. Meint, sie kommt da nicht vorbei. Ist aber eigentlich genug Platz. Limburger Hof Messplatz ist unsere nächste Haltestelle. Ich check jetzt hier in der Kurve. Steht aber auch wieder niemand. Die haben alle bei dem Wetter keinen Bock, mit dem Bus durch die Gegend zu fahren. Da gehen sie lieber gar nicht auf die Arbeit. Wir haben auch wieder keinen Haltewunsch. Wir können einfach direkt weiterfahren. Theoretisch hätte ich nicht mal hier halten müssen, aber ich bleibe extra immer so ein bisschen stehen, weil wir sonst viel zu früh an anderen Haltestellen ankommen. Deswegen können wir da ruhig so einen kleinen Stopp machen, prüfen einfach mal, ob jemand raus möchte. Wenn nicht, fahren wir weiter. Nächste Haltestelle, Limburger Hof, Mühlweg. Schön zugeparkt hier alles. Aber finde ich auch total interessant, hier mit dem Bus einfach mal hier so durch zu kurven. Und wieder niemand. Wieder niemand mitfahren. Haben wir einen Haltewunsch? Nee, haben wir auch nicht. Na gut, dann
rollen wir einfach direkt weiter. Aber langsam. Wir haben Zeit. Mieses Wetter, keiner will aus dem Haus. Und ich habe noch vorher angekündigt, irgendwie es wird viel los sein heute um die Uhrzeit. Erstens auf der Straße mit dem Verkehr und zweitens halt, ja, montags um die Uhrzeit, da ist ja eigentlich immer die Hölle los. Aber hier gerade nicht. So, da haben wir wieder die Müllabfuhr. Ja, wir haben wieder keinen Haltewunsch. Ich habe da jetzt auch... Ich kann nochmal gucken, aber ich habe da jetzt niemanden wahrgenommen. Nee, da steht niemand. Wollte ich gerade nochmal genau nachschauen, bevor ich jetzt da wirklich komplett dran vorbeifahre an der einen Haltestelle. Ich glaube, da war nämlich eine. Ich glaube, die war auch für uns. Jo. Will hier jemand mit? Ich glaube auch nicht. Aber wir haben einen Haltewunsch. Also ich muss jetzt eh gerade stehen bleiben. Aber sie will nicht mit. Deswegen lasse ich hier einfach mal zu, sonst regnet es rein. Hinten ist jemand ausgestiegen. Weiter geht's. Ach, so eine Fahrt hatten wir echt lange nicht mehr. Nächste Haltestelle, Nürnburgerhof, Tilsiter Straße. Ah, ich habe da gerade ein bisschen Angst. Ich denke mal, wir würden da durchpassen, aber... War mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. So, jetzt habe ich mich doch nochmal durchgequetscht. So. Manchmal braucht man einfach noch mal ein paar Sekunden zum Überlegen und dann weiß man, ob es passt oder nicht. Wenn man manchmal das Gefühl nicht so hundertprozentig einig ist, ob man da durchpasst oder nicht. Okay, der biegt ab. Dann hilft manchmal noch mal so ein kleiner Break, so eine kleine Gedenksekunde und dann weiß man wieder, okay, ja doch, das passt. Gibt's auch so Situationen. So, haben wir einen Haltewunsch? Ich bin mir gerade nicht sicher. Doch, wir haben... Dieses gelbe Symbol hier im Atombrett, das da, das ist quasi der Haltewunsch. So, aber einsteigen will wieder niemand. Machen wir einfach wieder zu. Hinten, die Person ist ausgestiegen. Wir haben echt nicht ganz so viele Leute gerade hier mit an Bord. Nächste Haltestelle, Mutterstadt, Kreisbad. Mal schauen, wie es dann in Ludwigshafen ist. Ob da ein bisschen mehr los ist. Nur hier außerhalb so wenig. Ich finde das aber, muss ich wirklich sagen, ich finde das gerade eigentlich mal richtig cool, mal wieder so eine Fahrt zu haben. Wo man nicht an jeder Haltestelle irgendwie jemand einsteigen möchte. Wo auch nur mal wenige Personen aussteigen. Ja, der Bus auch mal ein bisschen leerer ist. In den letzten Folgen, ich weiß nicht, ob es wetterabhängig ist in dem Spiel hier. Oh, ich habe wieder einen Blitzer gefunden. Sehr cool. Wir hatten 11 Sachen zu viel drauf. Habe ich auch immer noch. Ja, finde ich auch mal eine schöne Abwechslung wieder. Genauso wie das Wetter. Finde ich auch mal eine schöne Abwechslung. So, wir haben einen Haltewunsch. Wenigstens raus wollen die Leute, wenn sie schon nicht rein wollen. Aber irgendwann ist der Bus halt auch mal leer. Aber jetzt haben wir doch mal wieder ein paar Fahrgäste. Moin. Moin. Hallo. Hallo? Hallo. Tickets heute verkauft? Null. Auch nicht schlecht, aber wir haben ja noch ein bisschen Fahrt vor uns. So ist es ja nicht.
Nächste Haltestelle, Mutterstadt, Buchenstraße. So, ganz gemütlich jetzt hier in den Kreisel rein. Vorne ist ja leider wieder die Baustelle, das heißt, wir müssen wieder die Umleitungsstrecke nehmen. Ist im Navi ja immer noch so eingezeichnet, dass man da vorne langfahren könnte, aber da ist ja momentan, wie gesagt, Baustelle. Da können wir nicht lang. Normalerweise müssten wir hier rausfahren. Aber, ihr seht's ja, da ist zu. Das heißt, wir folgen einfach den Schildern. Ist ja zum Glück alles beschildert. Hier geht die Umleitungsstrecke lang. So kommen wir auch zum Ziel. Ich finde es aber mega, dass hier so eine Umleitungsstrecke einfach eingebaut ist. Weil das ist ja gar nicht so unrealistisch. Das hat man ja auch öfters mal, dass irgendwelche Straßen gesperrt sind und dann musst du halt Umwege fahren. Und ich finde es klasse, dass man hier diese Umleitungsstrecke wenigstens eingebaut hat. Da kommt ein Auto entgegen. Vielleicht mal ein bisschen abbremsen, ein bisschen langsamer machen. Ich hoffe, ich komme vorbei, genau, ohne auf dem Bürgersteig hier rauffahren zu müssen. War knapp, aber hat funktioniert. So, Schild mit der Umleitung sagt hier rechts entlang. Wir haben momentan auch eine Stelle hier in der Stadt, die ist auch gesperrt. Ist eine Landstraße, die führt von der Stadt hier in eine andere Ortschaft. Die ist momentan gesperrt. Und es gibt theoretisch... Achso, es war da halt im Untergrund, dass eine Ansage kommt. Es gibt theoretisch eine Strecke einfach über die Autobahn. Ja, Autobahn drauffahren, nächste Abfahrt runter und dann bist du eigentlich in dieser anderen Ortschaft. Aber die Umleitungsstrecke über die Schilder, die führt durch die komplette Stadt quasi durch. Durch mehrere Ortschaften noch. Und dann erst in diese andere Ortschaft, was ich nicht so ganz verstehe. Warum führen eigentlich Umleitungsstrecken nicht über die Autobahn? Weil das wäre ja die logischste Wahl. Jeder, der hier wohnt, nimmt diese Strecke, fährt hier auf die Autobahn, fährt die nächste ab und ist in dieser Ortschaft. Die Umleitungsstrecke, die ist aber so beschildert, dass du halt nicht auf die Autobahn fährst, sondern halt durch alle Ortschaften durch, bis du dann irgendwann mal da ankommst. Finde ich persönlich echt merkwürdig. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber... ist halt so. Ja, ist halt. Und seitdem ich das jetzt weiß, dass Umleitungsstrecken so kompliziert beschildert werden, habe ich irgendwie so ein kleines Vertrauensproblem mit Schildern, mit Umleitungsschildern. Weil ich mir dann denke, ja, es gibt da bestimmt einen logischeren, einfacheren Weg als diese Umleitungsschilder. Oh. Das ist jetzt ein bisschen unpassend. Na gut, dann müssen wir halt mal ein bisschen hier über den Bürgersteig fahren. Geht jetzt nicht anders. Weil bei uns, das macht halt schon auch einen großen Unterschied. Erstens von der Kilometeranzahl macht es einen riesen Unterschied, welche Strecke du fährst, welche Umleitungsstrecke du jetzt fährst. Und zweitens halt natürlich auch eine riesen Zeitsache. Über die Autobahn bist du innerhalb zwei, drei Minuten, also von Autobahnauffahrt bis zur nächsten Abfahrt bist du in 2 bis 3 Minuten ungefähr. Und bis du aber komplett außenrum überall gegurkt bist, muss man schon mal so Viertelstunde, 20 Minuten rechnen. Und die offizielle Umleitungsstrecke führt halt diese 15 bis 20 Minuten. Da kommt man auch wieder zu dem Thema. Der Staat möchte Klimaschutz, schickt aber die Leute umleitungsstreckenmäßig eine riesige Strecke. Für was die Autobahn halt auch in ein paar Sekunden erledigt. Oder wo die Fahrt halt innerhalb 1-2 Minuten erledigt wäre. Ja, das finde ich interessant. Weiß ich nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn man langsamere Fahrzeuge nicht über die Autobahn leiten könnte, könnte ich mir vorstellen. Aber da könnte man doch noch ein Schild hinhängen, dass man so und so ein Fahrzeug braucht, um diese Umleitungsstrecke zu nehmen. Wenn nicht, müsste man eine andere nehmen. Gut, könnte man dann sagen, jo, dann braucht man aber doppelt so viele Umleitungsschilder. Ja, klar, ist auch wieder wahrscheinlich ein Kostenpunkt. Keine Ahnung.
was da wirklich die Argumentation ist, warum man das so macht. Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche anderen Gründe, die auf eine gewisse Art und Weise einleuchten. Aber mir würde halt jetzt nur einfallen, gut, wenn halt da so ein Umleitungsschild steht und der zeigt auf die Autobahn und du fährst mit deinem 20 km/h-Trecker da gerade entlang und willst dann dieser Strecke folgen, kommst du auf die Autobahn. Darfst du ja nicht. Könnte ich mir vorstellen, aber dann könnte man ja auch irgendwie noch ein Zusatzschild dranhängen. Deutschland ist doch Schildmeister. Ja, also es gibt auch stellenweise Straßen, da hast du einfach 50 Schilder an einer Kreuzung stehen. Du weißt als Autofahrer gar nicht mehr, wo du anfangen sollst zu lesen, wo du aufhören sollst, während du dann mit 50 Sachen an den 50 Schildern vorbeifährst. Da würde das bei so einer Umleitungsstrecke, wäre das eigentlich komplett egal. Da jetzt auch nochmal ein Zusatzschild dranhängt, dass nur Fahrzeuge dieser Strecke folgen dürfen, die über 60 fahren dürfen zum Beispiel, oder keine Ahnung. So. Wie habe ich es denn geschafft, so viel Verspätung zu bekommen? Ich weiß, ich bin langsam durch die Gegend gefahren. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich so langsam durch die Gegend gefahren bin. Boah, das war gerade knapp mit seiner Schnauze. Aber gut, er hätte halt auch mal gucken können, bevor er so um die Kurve rast. Da müssen wir doch mal ein bisschen Gas geben hier. Hallo, hüpf rein. Zack, zack. Ah, ich blink links, ich blink links, ich blink... Interessiert ihn nicht. Gut. Haben wir das auch geklärt. Ja, Haltewunsch wurde registriert. Das waren auch noch Zeiten immer, als man, als ich noch in die Schule gefahren bin mit dem Stadtbus. Und die Busfahrer immer vergessen haben, stehen zu bleiben. Das war auch mal interessant. Stand mal, da ist man extra schon immer aufgestanden, kurz vor der Haltestelle. Will da noch jemand rein? Und ist dann schon mal zur Tür gelaufen, während der Bus gefahren ist, weil man dann so dem Busfahrer schon mal zeigen wollte, okay, ich hatte Stopp gedrückt, ich würde jetzt gerne die nächste Haltestelle raus. Und die haben das dann einfach auch öfters mal vergessen. Da hast du dann noch Stopp geschrien, als er an der Bushaltestelle vorbeigerast ist. Da hat er immer eine Vollbremsung hingehauen, der Busfahrer. Bist du erstmal quer durch den Bus geflogen? Und dann hat er einen noch rausgelassen. Aber ey, das war immer was. Aber ich habe das ja schon öfters mal erzählt. Ich habe das dem Busfahrer auch nicht böse genommen, weil ein Kumpel von mir, der hatte ein bisschen Kontakt zu einem der Busfahrer, weil er total busverrückt war. Und da ist er immer mit dem Busfahrer ins Gespräch gekommen. Die haben denen auch immer so ein bisschen was erklärt. Und ja, da hat auch mal ein Busfahrer erzählt gehabt, dass es bei dem Bus hier so ist, bei diesem ja, leicht schäbigen Modell, dass der Haltewunsch nur quasi einmal aufleuchtet, es piept einmal, dann erlischt das Signal sofort wieder. Und klar, wenn du dann vielleicht noch 5 bis 10 Minuten Fahrt hast bis zur nächsten Haltestelle, dann kann das schon mal vorkommen, dass man das vielleicht einfach vergisst, dass da ein Haltewunsch war. Und ja, meine Haltestelle wäre jetzt hier direkt am Rand eigentlich. Ich muss nur ein bisschen weiter vorfahren können, um da besser um die Kurve zu kommen. So. So, hier muss ich hin. Das kann ich komplett nachvollziehen, dass man das dann vergessen hat. Klar, der Blick in den Spiegel hätte normalerweise dann einen gesagt, jo, da steht jemand, der will raus. Aber gut, kann ja auch mal untergehen. Das war da halt gang und gäbe, dass bei jeder Fahrt irgendwie ein Fahrgast schreien musste. Das war super. Und dann halt immer die Vollbremsung. Mich wundert es, dass es da zu weniger oder zu wenig Unfällen gekommen ist. Bleib stehen, Taxis, wird's uns eng. Wunderbar. Kommen wir wieder zu der interessanten Kreuzung, wo ich nie so genau weiß, was hier jetzt wirklich Sache ist, wer hier fahren darf. Ich dränge mich einfach immer vor, weil ich bin Bus, ich habe Zeitplan, ich habe Stress.
So. So von der Bodenmarkierung würde ich sagen, da zählt rechts vor links. Schilder sehe ich da keine, wo ich mich nachrichten könnte. Nach Vorfahrtsstraße sieht das auf keinen Fall aus. Also das wird wahrscheinlich rechts vor links da sein. In der Realität würde ich einfach mal gucken, wie die anderen sich verhalten. Und halt immer auf Nummer sicher gehen. So, will jemand mit? Ja, eine Frau. Wir sind aber wieder pünktlich. Wir haben die Zeit schon wieder reingeholt. Nächste Haltestelle, Mutterstadt Friedhof. Mutterstadt Friedhof. Alles klärchen. Kurz mal gerade gefahren hier wie so ein Besoffener, einmal so einen Schlenker hier reingemacht. Die armen Fahrgäste. So, ich bleibe jetzt gerade einfach mal so stehen, dass er hier schnell reinhüpfen kann. Wollen Sie mit? Oh, Verarscher. Was ein Verarscher. Ich habe gedacht, er will mitfahren. Dann tut er nur so. Boah. Das ist ja eine fiese Nummer. Da bleibe ich extra neben dem stehen, dass er nicht so weit laufen muss und dann sowas. Maudach Ortsmitte. Nächster Halt. Oh, es hört aber auch jetzt wirklich überhaupt nicht auf zu regnen. Eigentlich ist das Wetter auf dynamisch eingestellt, aber finde ich auch mal okay, wenn es jetzt halt nur regnet. Wir hatten genug Sonnenschein in den letzten Folgen. Bleibt der stehen, ich habe Angst. Okay. War gerade schon mit dem Fuß auf der Bremse. Langsam machen, jawohl. So, mit 80, 170 ist erlaubt. Ist okay. Muss jetzt links abbiegen. Ampel ist grün, Ampel ist grün, Ampel ist grün, Ampel ist grün, 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 immer noch grün. Wir können hier abbiegen. Wunderbar, die armen Fahrgäste ein bisschen durchgeschüttelt. Das gibt's doch nicht, schon wieder 11 Sachen zu viel. Ich habe immer 11 Sachen zu viel, wenn ich geblitzt werde. Im letzten Blitzer schon 11 Sachen zu viel. Aber ich werde halt auch in jeder Folge geblitzt. Das ist, weil man sich, wenn man hier so ein Let's Play aufnimmt, du bist halt immer nur so halb aufs Spiel konzentriert. Ja, dann, ob du jetzt 10 Sachen zu schnell oder zu langsam fährst, registrierst du hier kaum. Das ist so die Sache. Aber ich finde, so 11 Sachen ist noch okay. In der Realität wird da wahrscheinlich, ja gut, kann sein bei 11 Sachen, dass der auslöst. Aber ich glaube nicht, dass da was kommen würde. Wenn man auf die Toleranz abzieht und so weiter. Ich glaube, ich würde jedes Mal mit dem blauen Auge vorbei, noch vorbeischrammen, wenn der Blitzer überhaupt auslösen würde mit 11 Sachen zu viel. Ich bin ja mal eine Zeit lang, als ich noch immer arbeiten war, bin ich ja auch immer an einem Blitzer vorbeigefahren. Da hatte ich auch mal meine Geschwindigkeitsbegrenze auf 60 gestellt in der 50er-Zone und wollte einfach mal testen, jo, löst er aus oder nicht? Hat er nicht. Also bei 60, also bei 10 Sachen mehr im 50er-Bereich passiert da gar nichts. Natürlich dann bei 11 Sachen mehr wäre, weil man das ja auch nie so genau weiß, ob der Tempomat, beziehungsweise ob ja, das Auto das richtig anzeigt mit der Geschwindigkeit, weiß man ja auch nicht so genau, da gibt es ja auch Abweichungen, deswegen gibt es ja diese Toleranz und so weiter. Aber wenn man jetzt von meiner Geschwindigkeitsanzeige ausgeht, waren es 10 km/h und da hat nichts ausgelöst. Nächste Haltestelle, Gartenstadt, jetzt fahren wir halt mal gechillt. Zweimal geblitzt werden pro Fahrt reicht, glaube ich. Vielleicht schaffen wir es wieder wie in der letzten Folge, dass wir wieder dreimal geblitzt werden. Es ist so Standard, dass ich hier beim Fahren immer geblitzt werde. In der Realität, ja, noch nie einen Strafzettel bekommen wegen geblitzt werden. Ich überspiele einfach jedes Mal.
Das ist schon ein bisschen Talent. Ist schon gekonnt. So. Jetzt wieder ein bisschen eng, aber passt. Kein Thema. Ah, das ist kein Thema. Notfalls sind halt die Spiegel mal kurz weg. Es geht ganz schnell. Ratzfatz sind die eingeklappt. Oder fliegen vielleicht davon. Kommt drauf an, wie hart der Aufprall ist. So, dann sind wir hier wieder raus aus der Ortschaft und fahren gleich zu der nächsten. Hier gerade mal an den Fahrzeugen vorbeidrängeln. Da wird auch genau pünktlich die Ampel grün. Wir können hier rüber. Da ist eine Verkehrsinsel, da müssen wir noch dran vorbei. Jawohl. Ich habe einmal mitbekommen, wie jemand an der stark befahrenen Kreuzung vor diesem Schild quasi eingefahren ist. Also jetzt nicht hier in der Gegend, aber bei uns in der Gegend. Der ist dann tatsächlich wie so ein Geisterfahrer auf der Gegenspur gefahren die ganze Zeit und ist allen entgegenkommenden Autos einfach ausgewichen, bis er dann irgendwann mal gerafft hat, oh, ich bin hier falsch. Dann ist er auf die rechte Spur rübergefahren, wo ich da gegondelt bin, weil ich bin halt hinter dem gefahren und hab mir nur gedacht, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und ich bin dann die ganze Zeit neben dem quasi gefahren, hab als rübergeguckt, hab mir so gedacht, Alter, der zieht das jetzt nicht durch. Und dann ist der wirklich so Slalom an allen Autos, die entgegengekommen sind auf dieser zweispurigen Straße. Ist er da ständig ausgewichen. Und meint ihr, der wäre mal langsam gefahren? Der hat wirklich Gas gegeben. Da war 70 an der Stelle. Ich hatte 70 drauf und bin auf der richtigen Spur gefahren und der hatte auch 70 drauf. Und der ist als Geisterfahrer zwischen Autos durchgefahren, die auch 70 drauf hatten und dem entgegengefahren sind. War schon eine harte Hausnummer. War schon eine krasse Sache, bis der das gerafft hatte, dass der da falsch ist. Ich verstehe nichts, ist so laut gerade. Was haben wir denn jetzt hier? Preisstufe 3. Einzelticket Kind. Mit Handy. Er ist echt unglaublich laut. Ich mach grad mal die Tür zu. Moin. Moin. Bitte. Ah, jetzt verstehe ich wieder ein bisschen was. Okay, Preisstufe 3. Auch Einzelticket Kind. Mit Karte bezahlen. Okay, alles klar. Schönen Tag noch. Das war so fast das Krasseste, was er in dieser Einkreuzung mal gesehen hatte. Wo ich mir auch gedacht habe, Alter, der muss doch mal raffen. Entweder hat er Selbstmordgedanken gehabt, der Kerl, oder ich weiß es nicht. Also so lange, ich bremse jetzt nicht mehr, sonst fliegen hier meine Fahrgäste durch die Gegend. Das war echt eine harte Nummer. Da habe ich wirklich drauf gewartet, wann er den ersten trifft. Vielleicht war es auch Brite. Also ich weiß es nicht. Vielleicht frisch aus England irgendwie hergekommen. Abgebogen, auf der falschen Spur gelandet und gedacht hat, dass die 10 Autos, die ihnen entgegengekommen sind, dass die vielleicht alle falsch sind. Ich weiß es nicht. Aber wenn alle Autos einen Hupen entgegengefahren kommen, muss man sich vielleicht doch mal Gedanken machen, ob man vielleicht selber nicht falsch ist. Aber gut. Und das Schlimme war halt noch, das war an helllichten Tag. Das war jetzt nicht mal im Dunkeln, dass man da vielleicht irgendwas übersehen hätte oder so. Nö, das war einfach helllichter Tag. War ein bisschen grau, ein bisschen trüb. Da kann man schon mal auf der falschen Fahrbahnseite landen. Weil eigentlich an dieser Stelle sagt dir alles, dass du da falsch bist. Da sind auch diese Pfeile auf dem Boden. Wenn einen die Pfeile anzeigen, angucken, da weiß man quasi, okay, hier stimmt was nicht. Wenn einem Autos entgegenkommen und hupen, weiß man auch, okay, hier stimmt was nicht. Ja, irgendwie, aber in dem Moment bei der Person weiß ich nicht, was da los war. Ich meine, jeder hat ja mal einen schwachen Moment, aber so schwach, weiß ich nicht. Hi. Wann kann ich lieber den Führerschein abgeben sollte. Kann ich das mit meinem Handy bezahlen? Preisstufe 4. Bahncard mit Handy bezahlen wäre super. Wie gesagt, es kann ja mal passieren. Ich schließe es nicht aus, dass man vielleicht mal verpeilt ist, wenn man irgendwo fremd ist. Und dann biegt man vielleicht auf der falschen Seite von so einer Verkehrsinsel irgendwie ab. Ja, kann ja sein. Oftmals sind diese blauen, schönen Schilder hier auch umgefahren, dann gut, kann es schon mal ein bisschen schief gehen. Aber alles klar, was mich da halt so ein bisschen irritiert hatte, war halt die Entfernung, die derjenige gefahren ist, bis er es mal gerafft hat, dass er da falsch ist. Das war das Schockierende. Nicht, dass man da falsch abgebogen ist, oh, es hört auf zu regnen. Sondern halt, dass man so weit dann die Strecke gefahren ist und ständig den Autos ausgewichen ist. Bis man es dann mal gerafft hat, okay, falsche Fahrbahn.
So, diese Haltestelle ist nicht für uns. Da fahren wir weiter. Da fahren wir einfach vorbei. Interessiert uns überhaupt nicht. Was uns interessiert, ist die Ampel hier vorne. Da müssen wir stehen bleiben. Ja, die ist aber gut lang rot. Jetzt aber. Da kam schon wieder ein Haltewunsch. Das war hier diese Haltestelle, okay. Ja gut. Ich würde da den Kopf wegmachen wegen dem Spiegel, aber gut, jeder wie er möchte. So, vielleicht steigen jetzt hier wenigstens mal ein paar mehr ein. Jetzt Moin. Ist das Wetter ja wieder besser. Moin. Was haben wir denn da? Stadttarif Malu. Einzelticket Kind. Irgendwie sind das alles Kinder heute. Dann haben wir hier Bargeld bekommen. Müssen wir einmal noch 90 Cent rausgeben. Wunderbar, hat gepasst. Somit weiter geht's. Wir haben jetzt wegen der einen Ampel ein bisschen Verspätung. Das heißt, ich kann jetzt wieder hier meine 11 km zu schnell fahren und werde wieder geblitzt. Ah, der muss jetzt mal stehen bleiben. Mundenheim am Schwanen. Das ist die nächste Haltestelle. Okay. Nächster Haltewunsch. Gleich die nächste Verspätung rein wahrscheinlich. Jetzt schon wieder an der Ampel stehen. Wo ist mein Snickers? Wenn es mal wieder länger dauert. Es war ganz praktisch, hier so während der Aufnahme oben mal aufs Handy zu schauen, aber für die Fahrzeit ist das halt gar nicht gut. Jetzt. Vollgas.
Ich fahre jetzt einfach mal über das Signal. Ich habe es ein bisschen spät wahrgenommen. Ich stand ziemlich weit vorne. So. Ein bisschen Zeit reingeholt, hat keiner gesehen. Hat doch keiner wahrgenommen, oder? Da sind wir uns doch einig. Gibt keine Zeugen. Jetzt hat der Typ da die Tür blockiert. Willst du jetzt noch rein oder nicht? Sag mal. Was los bei dir? Will jetzt auch noch jemand mit oder was? Keine Ahnung, der hat erst die hintere Tür nochmal blockiert, dann vorne nochmal rein, raus, doch nicht, ah, okay, nein, doch, ah, weiß ich nicht. Verwirrender Typ. So, hier dürfen wir. Nächste Haltestelle. Wir haben auch gerade wirklich ein bisschen Pech mit den Ampeln. Normalerweise kommen wir immer super durch und jetzt gerade so ein bisschen, ja, rot hier, rot da. Okay. Der hat jetzt gerade nochmal schnell vor uns die Spur gewechselt. Kann man machen. Da muss man halt ganz genau gucken. Die Haltestelle interessiert uns nicht. Die ist nicht für uns. Die Haltestelle interessiert uns auch nicht. Ich versuche gerade ein bisschen Zeit wieder reinzuholen, deswegen fahre ich gerade hier ein bisschen aggressiver durch die Gegend. Ah, hier hinten ist auch eine Haltelinie, okay. Er ist aber schon weit weg von der Ampel. Na gut. Ja komm, da ist niemand. Okay, gut. Man merkt es direkt, das Wetter ist besser. Guten Morgen. Und schon haben wir hier Tagesticket, Karte zahlen? Familie, na klar. Ja, schon haben wir schöneres Wetter, schon sind hier viel mehr Leute unterwegs. Ja, viel mehr Leute wollen ein Ticket, viel mehr Leute fahren mit dem Bus. Merkt man gerade schon extrem den Unterschied. Ich kann jetzt auch mal mein Licht eigentlich ausschalten, weil die Straße ist trocken, Sonne scheint. Oh, da haben wir gerade ein bisschen aufgesessen. Oh, da schon wieder. Vielleicht hier auch schon wieder aufgesessen. Aber langsam fahren kommt gar nicht in Frage. So, okay. Haben wir es geschafft. Oh Mann. Ja, komm, Ampel. Auf. Joa. 9.05 Uhr haben wir. 9.03 Uhr sollten wir eigentlich da sein. Auch mal umschalten können. Hier ist wieder die Beleuchtung. So müsste jetzt eigentlich passen, dass die aus ist. Ist hell genug im Bus, brauchen wir kein Licht mehr. So, die Haltestelle interessiert uns auch gerade wenig, die auf der rechten Seite war. Können wir auch einfach vorbeifahren. Sehe ich da vorne Blitzer? Sah fast so aus. Hat gerade aber ein bisschen geruckelt an der Stelle, aber ich war auch zu langsam. Wow! Ich weiß nicht, ob das ein Blitzer war, sah aber auf jeden Fall auf den ersten Blick so aus. Ach komm, Ampel, auf!
Ah, jetzt hat es die andere Fahrbahn. Verdammt! Da sind wir bei der nächsten Haltestelle, die uns interessiert. Wollen auch wieder welche mitfahren. Klar, gutes Wetter. Geht mal raus vor die Tür. Fährt mal ein bisschen mit dem Bus spazieren. Dann, oh ja, mal gucken, wo man rauskommt. So. Ich habe eigentlich jetzt gedacht, dass wir mehr mitfahren wollen, aber die wollten jetzt nicht. Jetzt kommt sie irgendwie vorgeslidet. Jetzt fahren wir aber weiter. Die waren nicht pünktlich am Bus. So, und jetzt haben wir da ganz da vorne eine rote Ampel. Ich quetsche mich hier dann mal rein. So, die wird grün, dann müssen die Autos ja eigentlich gleich losfahren und ich quetsche mich, wie gesagt, hier einfach mal rein vor das eine Auto. So. Das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir nur irgendwie noch über die Ampel drüber kommen. Ja, jetzt merkt man wenigstens auch, dass hier Berufsverkehr noch am Start ist, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich glaube, so weit hinten in der Schlange haben wir hier noch nicht gestanden. Die ganze Zeit, wie es geregnet hatte, da ging es, in der Ortschaft, da ging es. Aber jetzt hier, in der Stadt ist schon interessant, da ist schon einiges los. Weil ich nicht weiß, wie lange der Berufsverkehr in dem Spiel geht. Weiß nicht, wann der losgeht, weiß nicht, wann der endet. Kann sein 9.30 Uhr rum, 10 Uhr. Jetzt schon um 9 vielleicht vorbei, aber ich finde, es ist noch ultra viel los. So, da ist auch wieder eine Haltestelle. Nicht für uns. Fahren wir durch. Oh. Das wäre aber so krass, wenn hier wirklich irgendwann Fahrräder oder so noch in das Spiel reinkommen würden. Ich glaube, die Performance würde dann aber dermaßen abkacken. Aber hier sind so viele Fahrradstreifen auch. Das wäre nochmal eine andere Herausforderung, dann durch die Stadt hier zu fahren. Man müsste noch auf viel mehr Sachen achten. Und das wäre auf jeden Fall, glaube ich, ganz interessant. Weiß nicht, staut sich der Verkehr wegen mir da oder ist da eine Ampel hinter uns? Ja gut, die Autos vor uns, die müssen ja sowieso dann rechts abbiegen. Nur nach rechts fahren, geradeaus ist ja nur für die Busse freigegeben. Ich hoffe halt nur, dass es irgendwie weitergeht auf der Kreuzung da vorne. Okay, das Taxi fährt los. Die Reihe fährt auch los. Gut, ich muss jetzt die Fahrbahn da blockieren, so wie es aussieht. Weil ich muss halt geradeaus weiter. Okay, damit habe ich jetzt gerechnet, dass es hier vorne staut. Ich hoffe, wir kommen da halt irgendwie durch, dass das Spiel das irgendwie klärt. Ich muss hier halt lang. Ich schau gerade mal hinter mich und mir die Sache mal angucken. Ach, der steht da nicht wegen der Ampel, der steht da, weil er vorne wahrscheinlich abbiegen möchte. Was habe ich für Möglichkeiten? Hier vorne rechts fahren, wenden an der Ampel. Oh Gott, da fährt ein Auto. Die fahren. Die sind geradeaus weitergefahren. Nice. Ja gut, jetzt fährt er halt gerade nicht. Warum nicht? Gut, dann fahre ich nochmal zurück. Vielleicht fährt er dann los. Jawohl. Lassen wir die erstmal fahren. Vor denen quetsche ich mich jetzt mal raus, dass ich hier auch weg bin, die Kreuzung frei wird. Okay, dann hat sich das zum Glück geklärt, weil das kann auch... Also im Fernbus-Simulator wäre das jetzt mit einem K.O. ausgegangen, quasi. Ja, das hätte wahrscheinlich wieder zu einem Reset geführt oder zu einem Durchrammen. Hier hat sich jetzt zum Glück das irgendwie so gelöst. Ich
Ich weiß nicht, ob das hier so einprogrammiert ist, dass Fahrzeuge merken können, dass sie da jetzt nicht langkommen und dann vielleicht einen anderen Weg nehmen. Wie man es ja eigentlich dann auch in der Realität machen würde. Wenn der eine Weg nicht lang oder gerade nicht befahrbar ist, dann fährst du halt einen anderen. Hier ist wieder eine riesen Fete gerade nebenan. Schöne Kirmes. Da ist richtig Party. Ich höre da gerade einfach so ein bisschen zu, was da abgeht. Aber da geht's wirklich rund. Da geht's wirklich rund. Gut, vorne geradeaus. Da geht's wirklich rund. Das gehört ja irgendwie zu so einem Jahrmarkt oder zu so einer Kirmes dazu. Irgendwie schreien Leute wegen den Fahrgeschäften. Wobei ich noch nie so persönlich verstanden habe, warum muss man da schreien? Ich weiß nicht. Also, selbst wenn man irgendwie voll in den Sitz gepresst wird oder so, oder auch bei einer Achterbahn. Ich weiß nicht, viele schreien da. Ich finde irgendwie, ich habe da kein Bedürfnis zu schreien. Ich weiß nicht, was das einem bringt. Keine Ahnung. Ich meine, kann jeder machen, wie er möchte. Auf jeden Fall, ich habe es persönlich, kann es halt irgendwie nicht nachvollziehen. Weiß es nicht. Aber egal. Ja, also wir haben schon fast 7 Minuten Verspätung mittlerweile. Die Stadt hier bei bestem Wetter im Berufsverkehr killt uns gerade wieder. Ich sehe da vorne auch gerade Blaulicht. Beziehungsweise Blau- und Rotlicht. Es ist wieder ein bisschen gemischt. Da steht die Feuerwehr oder ein Rettungswagen oder so. Und die Polizei steht auch da vorne. Was auch immer hier gerade abgeht. Ach, Berufsverkehr. Ist schön. Blockiere ich hier gerade eine Fahrradspur? Kann das sein? Ah ne, das ist keine Straßenmarkierung da. Das ist gerade irgendwie ein Lichteinfall hier an der Stelle. Alles klar. Bleiben wir hier vor der Ampel stehen. Ist zwar doof. Ja, jetzt ist rot, jetzt muss ich stehen bleiben, aber anders hätte ich hier den Fußgängerüberweg blockiert. Das wäre auch sehr unhöflich, sehr unfreundlich und deswegen warten wir einfach ein bisschen. Ich hoffe jetzt nur, dass es da vorne gleich weitergeht. Da stehen noch ganz viele Leute an der Haltestelle. Da tut sich ja gar nichts. Weder hier bei der Ampel noch bei der anderen da vorne. Doch jetzt, wenn die Fahrzeuge immer so in Reihe nach vorne fahren, dann weiß man Bescheid. So, jetzt wäre halt die Situation, ich könnte theoretisch auch fahren, wenn ich über die Ampel schon so halb drüber gefahren wäre. Aber egal, schaltet gerade auch grün in dem Moment. Bis ich halt jetzt da vorne bin bei der anderen Ampel, ist hier wahrscheinlich wieder rot an der nächsten Kreuzung. Wir bleiben mal schnell hier stehen. Hoffe mal, dass es hier einigermaßen schnell jetzt geht. Ein Ausstiegsprozess. Ah, ich glaube, da kommen noch welche angelaufen. Ja, wäre schön, wenn ihr ein bisschen schneller gewesen wärt, liebe Fahrgäste. Jetzt auch noch ein Ticket. Ach ja, Gott. Schön, ich hätte auch gern so vieles. Zum Beispiel die grüne Ampel da vorne. Einzelticket mit Karte. Wunderbar, schönen Tag noch. Tschüss. Ja, Ampel ist rot. Jetzt haben wir Inside. Haben wir schon eben gesehen, wie lange die eben schon da gestanden haben, die Autos. Weil wir hätten hier auch wieder Spezialsignale. Wobei ich da jetzt nicht wüsste, was für mich gilt. Wobei, da vorne geht die Gleise nach links. Gehe ich mal davon aus, dass das linke Signal, also
das da wahrscheinlich fürs Links abbiegen wäre, oder? Oder halt hier dieses Signal für diese Fahrstraße insgesamt, für die Gleise und das vielleicht für den Bus. Wobei dann die Frage ist, warum ist hier nur mal eine kleine Ampel und... Ja, gut. Wir fahren einfach los, wenn irgendwas hier umschaltet. Ich behalte mal alles im Blick, irgendwas wird passen. Ich denke mal, dass das hier für Bus und normaler Straßenverkehr ist, das andere für die Straßenbahn. Weil hier haben wir nochmal das Signal. Ja, das ist sicher nicht für die Straßenbahn, weil das zu weit davon weg ist, gehe ich mal davon aus. Mannheim. War ich auch schon. Okay, lässt mich fahren, dankeschön. Unsere Endhaltestelle. Wir haben es geschafft. Ohne Unfall, fast ohne Probleme. Wir haben ein bisschen im Stau gestanden, deswegen haben wir jetzt hier 6 Minuten Verspätung. Ist noch okay für die Uhrzeit, finde ich. Wir hatten auch am Anfang schlechtes Wetter, da war es ein bisschen ruhiger. Aber schlechtes Wetter, klar, musst du auch ein bisschen vorsichtiger fahren. Jetzt hier bei Sonnenschein waren sehr, sehr viele Leute unterwegs, wollten sehr viele wieder mitfahren. Wie gesagt, in der Stadt hier war auch jetzt richtig ordentlich Verkehr los, deswegen haben wir so viel Verspätung. Ich fand die Fahrt wieder sehr... interessant, sehr unterhaltsam und sehr, ja, sehr spaßig, hat wieder sehr viel Freude mir bereitet. Und ja, ich hoffe euch natürlich auch. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren, gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Das würde den Kanal sehr weiterhelfen und dir natürlich auch Vorteile verschaffen. Und falls ihr auf der Suche seid nach günstigen Spielen, auch für Konsolen, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Dort ist ein Affiliate-Link, der führt euch zu Instant Gaming. Und ja, wenn ihr euch über diesen Link Spiele kauft, unterstützt ihr auch den Kanal. Für euch kosten die Spiele trotzdem nicht mehr. Genau, dann vielen Dank für die Unterstützung da. Vielen Dank fürs Liken, vielen Dank fürs Abonnieren und vielen Dank für alles Mögliche. Und ja, wir sehen bzw. hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Euer Tommy. Tschüss.